So, Freundinnen und Freunde von Salz und Blut. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute bekommt ihr von mir ein Video zum neuen Matchmaking-System von Dead by Daylight. Dead by Daylight hat immer schon Probleme gehabt mit einem vernünftigen Matchmaking-System. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Normalerweise lade ich solche Videos immer bei mir als Highlight auf Twitch hoch. Ich habe mir aber überlegt, dass YouTube vielleicht die bessere Plattform dafür ist. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann man hier Videos besser archivieren, man kann hier Videos besser finden. Und zum anderen bin ich jetzt gerade alleine. Ich habe keinen Twitch-Chat, der mich ablenkt. Ich habe keine Donations oder Subs, die reinkommen. Ich werde dementsprechend nicht unterbrochen und kann mich hier komplett auf den Content konzentrieren. Und von daher halte ich das für eine gute Idee. Und ich denke mal, dass ich das in der Zukunft dann jetzt immer so machen werde. Wenn irgendwelche signifikanten Patches reinkommen, irgendwelche größeren Veränderungen, dann werde ich das hier auf meinem YouTube-Kanal aufbereiten und hochladen. Wir werden auf jeden Fall auch noch eine Runde spielen. Ich habe noch keine Runde mit dem neuen Matchmaking-System gespielt. Das probieren wir also aus. Ist jetzt heute am 3. August aktiviert worden. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch darauf ein, was in der Vergangenheit gewesen ist. Kurz überflogen wird also, wie das alte Matchmaking-System funktioniert hat. Da gab es mehrere verschiedene Varianten. Und dann werde ich meine Meinung zum aktuellen Matchmaking-System geben. Zu bedenken ist hier natürlich, dass das meine persönliche Meinung ist und die basiert auch auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe 8600 Stunden in diesem Spiel. Ich spiele Killer Main. Ich spiele ziemlich erfolgreich. Nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich eine andere Meinung haben. Das ist vollkommen legitim. Wir können auch in den Kommentaren gerne darüber diskutieren. Und ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr dazu denkt und was ihr davon haltet. Aber bleibt bitte höflich. Werdet nicht emotional. Werdet nicht beleidigend. Und auch eine generelle Balance-Diskussion, ich sage das immer wieder, haltet bitte auf einem Minimum. Es geht mir hier nicht darum, das Balance in dem Spiel grundsätzlich zu diskutieren. Gut, dann fangen wir mal an. Das Ganze ist hier auf Englisch gehalten. Es soll wohl auch eine deutsche Übersetzung geben. Ich habe gesucht, ich habe sie aber nicht gefunden. Und meistens, meiner Erfahrung nach, ist das englische Original sowieso besser, weil in der Übersetzung sind manchmal Fehler drin oder manchmal kriegt man so den Sinn oder die Aussage, die dahinter gestanden hat, nicht ganz rüber, wenn man die deutsche übersetzte Variante nimmt. Deswegen nehmen wir hier die englische Version. Ich lese das auf Englisch vor, aber keine Sorge, wer kein Englisch kann. Ich übersetze das Ganze dann auch ins Deutsche und erkläre, was damit gemeint ist. Dieser Post ist jetzt schon ein bisschen älter. Paar Tage. Es ging eigentlich, wie gesagt, um die Xbox One Version, aber hier steht schon dick und fett. Update August 3rd, 2020, now activated on PC and consoles. Also das heißt, das ist jetzt sehr top aktuell. Es ist also auch schon auf dem PC aktiviert worden. News, Matchmaking Update. Today we have enabled the first phase of our new matchmaking system for all regions on Xbox One. Read on for more info on our next steps for rolling out the new system. Also, sie haben zuletzt auf Xbox One die neue Matchmaking-Variante aktiviert und im Folgenden erklären sie eben, wie das Ganze funktioniert und was dabei ist, was neu dabei ist. Also da können wir dann auf jeden Fall jetzt reingucken und kriegen ein paar Hintergrundinformationen. We've been running smaller tests on the system on select Xbox One regions for the past few weeks, and the results have been encouraging. The rollout on all Xbox One regions is a next step in testing the system on a wider audience. If all goes well, we are planning on rolling out this feature for all platforms in a couple of weeks. Also, sie haben erstmal angefangen, das neue Matchmaking-System in ausgewählten Xbox-Regionen zu testen für ein paar Wochen. Die Ergebnisse waren sehr ermutigend und der nächste Schritt ist eben für sie gewesen, das auf der kompletten Xbox zu testen, das System. Und wenn dann alles richtig läuft und gut läuft, was jetzt offensichtlicherweise der Entwickler Meinung nach so gewesen ist, dann planen sie eben das Feature für alle Plattformen zu veröffentlichen. Und das haben sie dann jetzt auch gemacht.
The next phase that you will notice goes live with the upcoming mid-chapter update. We are no longer allowing killers to switch their character while searching for a match, or once in a lobby, excluding custom matches. This will allow the new matchmaking system to track player skill with each killer individually and match them against more appropriately skilled opponents based on their killer selection. So, also mit dem letzten Mid-Chapter-Patch, der jetzt rausgekommen ist, da wurde ja auch unter anderem Hillbilly und Leatherface verändert, haben sie es so gemacht, dass man als Killer, wenn man eine Suche anfängt oder wenn man in der Lobby ist und Survivor bekommt, seinen Killer nicht mehr wechseln kann. Ausgenommen davon sind die Custom Matches. So, das haben jetzt viele Leute nicht verstanden. Warum ist das so? Es ist ganz einfach zu erklären. Jeder einzelne Killer bekommt seinen Rang, seinen Matchmaking-Rang. Sie geben hier auch ein Beispiel. Ich greife mal hier einfach vorweg. Wenn du jetzt beispielsweise Hillbilly Main bist, und du spielst den super gut und du bist in der Lage, jedes Team damit zu besiegen, dann hat dein Hillbilly einen relativ hohen Matchmaking-Rang. Wenn du jetzt aber auf einen anderen Killer wechselst, wie den Geist, den du zum Beispiel nie spielst, dann hat dieser Killer ein verhältnismäßig geringes Matchmaking oder einen geringen Matchmaking-Rang. Und um das jetzt in Einklang zu bringen, kannst du, während du jetzt suchst, nicht mehr wechseln, weil dann hättest du einen Killer mit einem anderen Matchmaking-Rang. Also wenn du jetzt mit dem Hillbilly suchst, mit dem du super gut bist, dann sucht er dir auch super gute Survivor raus. Und wenn du dann während der Suche auf den Geist wechselst, würde dir das System super gute Survivor raussuchen. Du spielst aber deinen Geist, mit dem du gar nicht gut bist oder nicht so gut bist. Und dann würdest du viel zu starke Gegner bekommen. Umgekehrt natürlich genauso. Wenn du mit deinem Geist suchen würdest, der absolut schlecht gematcht ist oder gewertet ist und mit schlechteren Leuten gematcht wird, und du wechselst auf deinen Hillbilly, dann würdest du ja mit deinem Hillbilly relativ schlechte Survivor bekommen. Und da das nicht so sein soll, kann man dann, während man die Suche startet, nicht mehr wechseln. Das ist der Hintergrund. What does this mean? Also was bedeutet das? The most obvious thing you will see when the new system is active is that there will be a greater variation of ranks in a single match. Rank 1s playing rank 20s, it's possible. Don't panic when you see this, as ranks are not a true indicator of a player's skill and are no longer used for matchmaking. Additionally, this system comes with a revamped algorithm for matchmaking as a whole. This should improve wait times for finding matches, and we will continue to tweak this part of the system to improve them further over the coming months. Ja, also gehen wir jetzt mal hier kurz auf das vorangegangene Matchmaking ein. Also es war früher so, dass man von Rang 20 bis Rang 1 seinen Rang bekommen hat. Rang 20 war der niedrigste Rang und Rang 1 war der höchste Rang. Ganz am Anfang wurde das nur über Punkte generiert. Also du musstest im Spiel nur spielen und Punkte machen in den verschiedenen Punktekategorien. Insgesamt musstest du 10.000 Punkte bekommen, die auf mindestens zwei verschiedene Punktekategorien verteilt wurden. Und dann hast du deinen Rank-Up bekommen, dein Pip. Pip bedeutet so viel wie Point in Progress, also einfach deinen Fortschrittspunkt hast du dann bekommen. Später wurde das Ganze dann zumindest für die Killer verändert. Die haben ihren Killer-Cube bekommen und die Survivor haben immer noch mit dem alten System, also mit dem Punktesystem, was ich gerade erklärt habe, ihre Rank-Ups bekommen. Der Killer musste einfach nur killen. Wie viele Punkte der gemacht hat, war egal. Wichtig war nur, dass er insgesamt 7 Hakenphasen bekommen hat. Also wenn man jemanden auf den Haken draufhängt, dann hängt er ja erstmal. Wenn der dann eine Minute hängt, kommt er in Struggle. Oder wenn der das zweite Mal hängt, kommt er in Struggle. Das war die zweite Hakenphase. Wenn er dann weiter hängt und nicht abgehangen wird oder das dritte Mal gehangen wird, dann stirbt er. Das ist quasi die dritte Phase. So, also konnte man aus einem Survivor quasi 3 Phasen rausholen, 3 Punkte. 2 Survivor bedeutet 6 Punkte und wenn man dann noch mindestens einen Survivor einmal gehuckt hatte, hatte man 7 Punkte und damit hatte man dann seinen Pip. Also man musste jetzt nicht unbedingt 2 Leute komplett töten und mindestens einmal einen gehuckt haben, man konnte das auch anders verteilen. Man konnte zum Beispiel auch 3 Survivor in die Struggle-Phase bringen und dann den 4. Survivor mindestens einmal hucken und dann hat man auch seinen Pip bekommen. Aber am einfachsten war es, 2 Leute zu töten und einen mindestens einmal zu hucken und dann hattest du deinen Rank-Up als Killer.
War aber auch sehr komisch, weil, wie gesagt, die Survivor haben immer noch ihre Punkte gehabt, nach denen sie ihre Upranks bekommen haben und die Killer mussten töten. Ja, und das hat dazu geführt, dass viele Killer dann manchmal gesagt haben, okay, wenn ich den jetzt hier totcampe, kriege ich meinen Rank up, mache ich. Und das hat natürlich auch sehr zu Unmut geführt. Deswegen sind sie dann dazu übergegangen und haben das Emblem-System eingeführt. Das Emblem-System war ein System, was dazu gedient hat, zu gucken, wie performst du in verschiedenen Kategorien. Bei dem Killer wurde zum Beispiel geguckt, bist du in der Lage, die Gens zu verteidigen? Bist du in der Lage, Leute mehrfach zu hooken? Bist du in der Lage, schnell Chases abzuschließen? Bist du in der Lage, die Survivor zu downen, zu verletzen und dabei zu unterbrechen, wenn sie sich gegenseitig heilen? Bei Survivor-Seite war dann eben äquivalent, bist du in der Lage, das Objective zu spielen? Machst du Gens, machst du Totems, machst du Tore auf? Bist du in der Lage, schön lange mit dem Killer rumzurennen? Hilfst du deinen Teammates? Unhookst du die Safe? Und so weiter und so fort. So, dieses System wird im Endeffekt jetzt vom Matchmaking komplett rausgenommen. Das heißt, ob du jetzt Rang 20 oder Rang 1 bist, sagt nicht mehr aus, wo du von deinem Matchmaking-Rating her bist. Und deswegen kann es mit dem neuen System sein, dass du halt Rang 1 bist und gegen Rang 20 gematcht wirst, weil die denselben Matchmaking-Rang haben oder dasselbe Matchmaking-Rating haben. Das muss man verstehen. Jetzt ist die Frage, warum haben sie das denn jetzt gemacht? Warum haben sie das replaced? Ranks are not a great way of figuring out how good a player is at the game. Das ist sehr witzig. Kleine Anmerkung von mir. Sie haben jetzt wirklich ewig lange an diesem Emblem-System rumgearbeitet und jetzt schmeißen sie das komplett raus. Das fliegt komplett über Bord. Sie sagen jetzt selber, dass ihr altes System nicht in der Lage ist, zu gucken, wie gut jemand ist. Ja, aber ihr habt ewig lange dran rumgebastelt und jetzt auf einmal ist es nichts mehr wert und nicht mehr gut genug dafür zu definieren, wie gut jemand ist. Also zu dieser Erkenntnis kommen sie relativ früh. Wir sind jetzt gerade im Jahr 4 von DBD angekommen. Aber gut, because it primarily focuses on how often you play. Das stimmt schon. Also das System, was wir jetzt haben, ist jetzt aktuell so, dass im Endeffekt nur geguckt wird, wie häufig spielst du. Also wenn du häufig genug spielst, dann wirst du Rang 1. Killer oder Survivor, es ist völlig egal. Den Rang 1, den erreicht jeder, wenn er nur häufig genug spielt. Du musst dafür nicht gut sein. And not on how skilled you are when you play. Ja, also ist das System, das alte, was wir jetzt haben oder was jetzt weggeht, das Emblem-System, das guckt eben nicht, wie skilled bist du. Das ist auch nochmal so eine Frage. Skill, das ist immer wieder so ein Punkt, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn ich noch ein paar Anmerkungen mache. So, based on our matchmaking studies, there are a great deal of low-rank players, 15 to 20, who can easily play just as well as high-ranked players, 1 to 5. But they simply don't play enough games in a month to increase their rank before they reset on the 13th. Also, sie sagen, dass auf Basis ihrer Matchmaking-Studies, die sie gemacht haben, also sie haben das Ganze untersucht, gibt es eine Menge Leute, die zwischen Rang 15 und 20 sind und genauso gut spielen wie Leute, die halt zwischen Rang 1 und Rang 5 sind. Der einzige Grund, warum die nicht hochkommen, ist, dass sie halt nicht genug spielen, um den Rang 1 zu erreichen. And as an inverse, there are Rank 1 to 5 players who perform at levels more typical of lower ranks, but they play as many games, so many games, that their rank is higher than expected. Ja, auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die im Rang 1 bis 5 unterwegs sind und aber eher wie Low-Rank-Spieler spielen, aber nur oben sind, weil sie eben ganz viel spielen und ganz viel Spielzeit investieren. So, this results in unpredictable games. All 5 players may have the exact same rank, but wildly different skill levels in practice, making matches unbalanced. Also, dadurch, dass das natürlich so ist, dass man jetzt Leute haben kann, die alle ihren gleichen Rang haben, alle Rang 1 oder alle Red Rank sind, kann es aber trotzdem sein, dass die Leute so unterschiedlich skilled sind, dass das Match komplett unbalanced ist. So, jetzt ist die Frage, how are ratings better? Warum sind die Ratings, warum ist das MMR besser? The new rating system is focused on measuring a player's skill and predicting how they will perform against a given opponent. This way we can build matches that are more objectively fair for everyone in the game. We have analyzed over 3 million games
at last count during our tests, and the matchmaking system is improving to be extremely accurate and predicting the outcomes of matches. Also, zu gut Deutsch. Das Rating-System ist besser, weil es eben den Skill der Leute misst und weil man dann eben Gegner geben kann oder Gegner matchen kann, die eben vom Skill her auf demselben Level sind oder zumindest ansatzweise auf demselben Level sind. Und dadurch hat man dann eben objektiv fairere Matches. Sie haben bis zum Stand der Dinge, bis dato 3 Millionen Spiele sich angeguckt und analysiert. Sie sind wohl also auch immer noch dabei, das Ganze zu analysieren. Es geht immer weiter. Und das System kann wohl sehr gut die Ergebnisse von dem Spiel predikten. So funktioniert ja auch ein MMR-System. Es prediktet eben das Ergebnis von einer Runde. By using this new system, we will be able to place players into more balanced matches more often. Also durch dieses neue System können Sie die Spieler eben in ausgeglichenere Matches reinpacken und Leute mit gleichem Skill queuen und in ein Match reinpacken. When a match is unbalanced, the system will know exactly how unbalanced it is and adjust the players' ratings accordingly. Also wenn jetzt ein Match so ist, dass Spieler gegeneinander gematcht werden, die eben vom Skill her zu unterschiedlich sind, dann kann das System das Ergebnis von dem Match hervorsehen und wird dann im Endeffekt die Ratings dementsprechend anpassen. Das bedeutet, wenn du jetzt als Spieler in ein Match reinkommst, wo das System sagt, okay, du bist vom Skill her, vom Rang her, vom Matchmaking-Rang her deutlich unter deinem Gegner und du verlierst dann, dann sagt das System, ja, klar, war ja logisch, dass du verlierst. Also verlierst du dann auch nicht so viel von deinem Rating. Der andere hingegen, der höher ist, gewinnt auch nicht so viel Rating. Wenn es allerdings umgekehrt ist, wenn du als Spieler, der eigentlich deutlich niedriger geratet ist als derjenige, der gegen dich antritt und du gewinnst gegen den, dann bekommst du deutlich mehr Rating und der andere, der normalerweise laut System hätte gewinnen sollen, verliert deutlich mehr Rating. So funktioniert das Ganze. Why are there still ranks? Warum gibt's die Ränge dann immer noch? So, Matchmaking has been and continues to be one of the hottest topics we hear about. And we have been listening. To get this implemented as quickly as possible, we have decided to roll it out independent of reworking of the rank system. That doesn't mean we don't have plans for ranks, however. We are exploring different ideas like turning them into a monthly activity tracker and reward system. When we are ready, we'll communicate more about that. Also, warum sind denn die Ränge jetzt immer noch drin? Sie sagen, dass Matchmaking auf jeden Fall eines der heiß diskutiertesten Themen ist und sie hören der Community zu. Sie haben jetzt das neue MMR so schnell wie möglich implementiert und eingebaut und haben sich dann dazu entschieden, das Rangsystem immer noch drin zu lassen, das alte, ohne das zu überarbeiten. Das heißt aber nicht, dass sie da keine Pläne für hätten und sie haben auf jeden Fall schon einige Ideen, was sie damit machen könnten, eventuell irgendwie ein Reward-System, also ein Belohnungssystem einzubauen und wenn sie da mehr Ideen haben, dann werden sie das Ganze auch auf jeden Fall an uns weiter kommunizieren. I still have questions, also ich habe immer noch Fragen. That's great, we are planning on doing more posts explaining the system in detail. Also, sie planen auf jeden Fall, das System nochmal im Detail zu erklären. As well as Q&As with the developers who have been working on it. Keep your eyes on the forums and official Dead by Daylight Social Media Channels to learn more. Also, es wird auf jeden Fall noch ein paar detaillierte Erklärungen geben. Es wird noch ein paar Frage- und Antwort-Blogs geben, wo man dann den Entwicklern eben Fragen stellen kann. Wir sollen auf jeden Fall auf die Foren achten und auch auf die Social Media Kanäle achten, wo die Entwickler dann ihre Updates posten. So, was sage ich jetzt zu diesem ganzen System? Wo sehe ich Probleme? Das größte Problem, was ich sehe, ist eben die Frage nach dem Skill. Es wird immer von Skill geredet. Aber was ist jetzt Skill in Dead by Daylight? Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Spiel mit einem starken RNG-Faktor. Dead by Daylight hat sehr, sehr unterschiedliche Killer mit sehr, sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, wo es sehr stark darauf ankommt, wie spielen deine Survivor und wie ist die Map gespawnt, die du bekommst.
MMR jedoch ist ein System, was für Competitive Games benutzt wird. Und Competitive Games sind normalerweise frei von RNG. Competitive Games haben ein festes Setting und klare Winning Conditions. Das haben wir hier aber alles nicht in Dead by Daylight. Zuletzt ist es so gewesen, dass wir eben die Emblems hatten. Die Emblems haben dann den Win definiert. Es ging nicht primär darum zu entkommen als Survivor und es ging nicht primär darum zu killen als Killer. Du konntest als Survivor entkommen und keinen Pip machen. Das bedeutet auf gut Deutsch, du hast nicht gewonnen. Oder du konntest sogar, wenn es ganz schlecht gelaufen ist, entkommen und sogar einen Minus-Pip machen. Das heißt, du hast sogar verloren. Als Killer kannst du einen 3K, also 3 Kills oder 4 Kills machen und trotzdem keinen Pip bekommen. Das funktioniert mit dem alten System in Dead by Daylight. Viele Leute empfinden aber das Entkommen oder das Töten als Win. Und genau hier liegt das große Problem. Was ist überhaupt ein Win? Das müsste man erstmal ganz klar definieren, damit man dann eben genau wüsste, wo geht denn die Reise hin? Dann könnte man anfangen zu gucken, was misst man denn überhaupt? Allerdings haben wir schon am Killer Cube gesehen, dass die reinen Kills keine tolle Winning Condition sind, weil das führt oftmals dazu, dass der Killer weiß, okay, ich muss jetzt noch die Person töten, wenn ich die töte, kriege ich meinen Rank up und dann ist der Drops für mich gelutscht. Und das hat dann eben oft dazu geführt, dass der Killer gesagt hat, okay, den campe ich jetzt weg. Ja, das nächste ist eben, wie ich schon gesagt habe, RNG. Du kannst als Killer auf einer Map gespawnt sein, wo so viele Paletten in einer Folge, in einer Reihenfolge sind, dass du überhaupt nicht hinterherkommst. Momentan ist es normal, dass 2 Gens fertig sind, bevor du den ersten am Haken hast, egal wie gut du als Killer bist. Der einzige Killer, der hier vielleicht ausgenommen ist, ist die Nurse, weil die Nurse sich eben nicht mit den Loops und dem Palettengedudel rumärgern muss. Die Nurse ist in der Lage, schön schnell ihre Blinks zu setzen und wenn du gut predikten kannst, gut blinken kannst, dann kannst du mit der Nurse, wenn du die richtige Condition hast, gut durchrasieren. Allerdings gibt es natürlich auch noch Maps, die für die Nurse echt schlecht sind. Ormond zum Beispiel oder Seufzendes Lagerhaus oder Gas Heaven. Also die riesengroßen Maps und die Maps, die sehr unübersichtlich sind, sind nicht unbedingt die optimalsten Maps für die Nurse. Das heißt, auch als Nurse musst du halt schnell jemanden finden, damit du schnell einen Fresh Hook oder einen First Hook bekommst. Wenn du das nicht schaffst, dann kannst du auch da relativ schnell ins Hintertreffen geraten. Das größte Problem ist, wie gesagt, also der RNG. Dann kommen noch ganz viele Perks mit hinzu. Ich will jetzt hier keine Diskussion über die Perks führen, aber wir sind uns mit Sicherheit alle einig, dass Borrow Time, Decisive Strike, Dead Heart, Unbreakable, Adrenalin, all diese Second Chance Perks dem Killer nochmal deutlich mehr Zeit wegnehmen. Viele Perks wie Decisive Strike oder Borrow Time sind Anti-Camper. Anti-Tunnel-Perks, als solche werden sie gelabelt. Die Leute hingegen benutzen die Perks aber gar nicht mehr unbedingt als solche. Es werden oftmals Rambo-Rettungen mit BT und D-Strike und Deadheart durchgeführt. Du hattest gar nicht die Chance, vom Haken wegzugehen und hinter deinem Rücken, du drehst dich um, wird direkt runtergepflückt. Das ist das große Problem. Und selbst wenn du nicht campst und selbst wenn du nicht tunneln willst, kann das trotzdem sein, dass du 2-3 Decisives frisst und 2-3 Borrow Times abbekommst. Auf der anderen Seite als Survivor kann es auch so sein, dass du in einer Ecke von der Map bist, wo einfach keine Paletten sind. Es gibt manchmal Maps, die haben so einen schlechten RNG, dass du da gar nichts machen kannst. Und natürlich kannst du der beste Survivor auf dem Planeten sein, wenn du keinen Loop hast, dann gehst du down. Und genau hier sehe ich das Problem. DBD ist eher ein Party-Game. DBD ist kein Competitive-Game. DBD ist ein Just-for-Fun-Game. Die Leute spielen es, als wenn es um eine Weltmeisterschaft gehen würde, oftmals. Nicht alle, aber viele im High-Rank-Bereich spielen es eben ganz genau so. Und deswegen stellt sich mir die Frage, was ist Skill? Liebe Entwickler, wie definiert ihr Skill in diesem Spiel? Und solange ihr uns das nicht erklärt und dafür keine vernünftige Lösung habt, wird auch ein neues MMR nicht viel an unfairen Matches verändern. Das ist einfach so. Es wird auch nichts daran ändern, dass es Killer gibt, die einfach von Haus aus benachteiligt sind, weil ihre Fähigkeit einfach nicht so sonderlich toll ist. Es kommt oftmals darauf an, machen die Survivor Fehler? Es kommt auch darauf an, haben die Survivor verstanden, wie der Killer funktioniert? Denn nur wenn du verstanden hast, wie der Killer funktioniert, kannst du auch gegen seine Fähigkeit arbeiten. Es gibt oft Leute, die sind neu im Spiel, die haben 200, 300 Stunden, aber da es so viele Killer gibt, haben die noch gar nicht oft genug gegen jeden Killer gespielt, um ihn überhaupt verstehen zu können. Das sehe ich ganz, ganz oft. Und dann wiederum gibt es Leute, die kriegen Angst, wenn sie Heartbeat am Gen kriegen und laufen weg.
und machen den Gender nicht fertig. Es gibt auch Leute, die spielen das Objective nicht wirklich effektiv. Und wenn du solche Leute als Randoms in deiner Lobby drin hast, dann wirst du gegen einen halbwegs versierten Killer auch nicht sonderlich viele Chancen haben. Das sind alles diese Probleme. Ich habe das Gefühl, dass mit dem neuen MMR versucht wird, die bestehenden Probleme, die das Spiel hat, zu übertünchen. Ja? Wir haben leider kein sonderlich gutes Balance in dem Game. Es ist leider so. Das Matchmaking war schon immer ein sehr großes Problem. Und ich glaube nicht, dass das jetzige Matchmaking darüber hinwegtäuschen kann. Auch dadurch, dass man jedem Killer seinen einzelnen Rang gibt, wird es meiner persönlichen Meinung nach nicht dazu führen, dass es wirklich weitreichend das Problem löst. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit, keine Ahnung, sagen wir, das System funktioniert und es sortiert die Leute wirklich nach gut und schlecht, und ich merke, dass ich mit meinem Geist dann irgendwann da ankomme, wo ich die Leute bekomme, gegen die ich aber gar nicht mit dem Geist spielen möchte, dann werde ich auch sagen, das spiele ich nicht. Ich persönlich habe keine Lust, gegen Leute zu spielen, die auf Chuck Norris Level Survivor spielen und mit allen Second Chance Perks ausgerüstet sind und ich kann da mit einem Mr. Bing Bong hinterher dudeln. Da habe ich persönlich keine Lust drauf. Ich denke, das wird eher dazu führen, dass die Leute dann, wenn sie so denken wie ich, und ich glaube, dass viele Leute so denken wie ich, dann dodgen und sagen, dann spiele ich die Runde halt nicht. Und wenn ich halt keine Lobbys mehr bekomme, die mir irgendwie ansatzweise als annehmbar erscheinen, dann wechsle ich halt auf meinen Main-Charakter, Nurse oder Spirit oder Billy oder was auch immer. Und ich glaube, dass wenn das System wirklich gut von schlecht trennt, dass dann die Leute, die eher gute Survivor sind, eine noch geringere Bandbreite von Killern sehen werden. Weil dann die Leute dazu tendieren, okay, dann spiele ich halt nur noch meine Main-Killer und vernachlässige halt die anderen Killer. Und dann hat sich das. Und mit meinen anderen Killern komme ich dann im MMR-Rang gar nicht so hoch. Das sind nur so meine Gedanken. Dann nochmal zu dem Punkt, warum bleiben die Ränge immer noch drin? Nun, die Ränge bleiben immer noch drin, weil wir haben ein Achievement-System. Du kannst die Ränge gar nicht rausnehmen. Die müssen bleiben. Die Achievements sind fest ins Team verankert. Und wenn du die jetzt rausnehmen würdest, dann könnten Leute, die jetzt neu anfangen, die Achievements für Rang, ich glaube 10, Rang 5 und Rang 1 waren es, die könnte man auf Survivor- und Killer-Seite nicht mehr freischalten. Also muss das Ganze bleiben. Hinzu kommen natürlich noch die ganzen Bugs, die die Probleme verursachen. Also die Server sind einfach furchtbar. Jeder, der ein bisschen länger Spielzeit hat, egal ob Survivor oder Killer weiß, man kriegt oftmals Hits durch Paletten oder durch Fenster, wo man sich denkt, das hätte eigentlich gar nicht mehr treffen dürfen. Man steht oftmals als Killer direkt hinter einem Survivor und schlägt und der Schlag geht ins Leere. Man hat oftmals Lags, man hat oftmals Grabs, die abgebrochen werden. Es sind so viele Sachen in diesem Spiel, die einfach nicht richtig funktionieren und die dir oftmals den Sieg oder das Entkommen oder den Kill klauen können. Es ist extrem frustrierend. Hinzu kommt aktuell noch der Rank-Update-Error oder der Sync-Error. Das sind Fehler, die sorgen dafür, dass du keine Blutpunkte mehr bekommst. Ich will jetzt gar nicht im Detail noch auf diese ganzen Thematiken eingehen, aber ihr seht, das Spiel hat definitiv einige technische Probleme, die dringend in den Griff bekommen werden müssen. Und insofern das nicht passiert, ja. Was willst du machen? Insofern das nicht passiert, wird auch ein neues MMR nicht viel daran ändern. Ich werde mir das MMR jetzt über die nächsten Tage und Wochen natürlich angucken, solange es eingeschaltet ist. Und ich werde jetzt auch nochmal eine Runde spielen, die mache ich aber separat, weil ich rede hier schon wieder eine halbe Stunde. Ich würde mich natürlich auch sehr über eure Meinung freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn irgendwas unklar gewesen ist, dann fragt es auch gerne nochmal nach. Wie gesagt, wir können gerne auch über alles diskutieren. Ihr könnt auch gerne eure Meinung geben, bleibt aber bitte höflich. Ihr könnt eure Meinung haben, aber bleibt höflich, flammt nicht rum, seid respektvoll, greift niemanden an. Und dann wird das hier auch alles wunderbar funktionieren. Ansonsten schaut gerne bei Twitch vorbei, twitch.tv/gammalunatic, Link auch wieder in der Beschreibung. Lasst mir hier gerne ein Abo da, lasst mir auf Twitch gerne ein Follow da und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den kommenden Tagen wieder. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis denn dann.